Hallo, mein Name ist Lilian, ich bin 12 Jahre alt und ich befinde mich hier im Geomar Aquarium in Kiel. Wir wollen heute die Besucher fragen, was sie davon halten, dass die Tiere, also die Fische und die Seehunde, nicht im Meer oder im See leben, sondern hier in den Aquariumbecken. Bevor wir die Besucher fragen, fragen wir die Mitarbeiter, was sie davon halten. Mein Name ist Michael Gruber, ich bin 61 Jahre alt, bin seit 20 Jahren hier technischer Leiter im Aquarium. Wo befinden wir uns hier? Mitten an Kiels Flaniermeile an der Kiellinie am Seehundebecken. Woher kommen die Fische? Das sind alles Zoogeburten, also die andere Zoos abgegeben haben, weil es bei denen zu voll geworden ist. Beziehungsweise ein Tier ist eine eigene Nachzucht. Wie überleben die Fische, wenn sie eigentlich woanders herkommen? Die kommen ja nicht aus einem anderen Land, die kommen ja hier. Unter anderem auch an der Ostsee vor, meistens aber an der Nordsee. Manchmal haben wir hier sogar wildlebende Seehunde zu Besuch. Die liegen dann da auf dem Steg oder sind am Strand, sind also einheimische Tiere. Was ist der besonderste Fisch hier? Kann man so nicht sagen. Die sind alle, wir haben 4 Seehunde, sind alles Persönlichkeiten und jeder hat so seinen, wie beim Menschen auch, seine Eigenheiten und seine Persönlichkeit. Gibt es Tierschützer, die hierher kommen und sich beschweren? Sagen wir mal so, natürlich gibt es das. Wir haben ungefähr 80.000 Besucher im Jahr und letztes Jahr hatte ich, glaube ich, 2 Beschwerden. Wobei eine, ja, völlig unbegründet war. Das ist immer das Problem der Sachkunde oder Sachverständnis der Leute. Was macht das Aquarium zum Thema Umweltschutz? Also wie gesagt, wir haben um die 80.000 Besucher im Jahr. Viele davon sind Kinder, Jugendliche, meistens auch noch in Schulklassen. Vor Corona gab es dann Führungen von Biologiestudenten, die denen dann auf Wunschthemen näher gebracht haben oder eben eine Führung mit allgemeinen Themen. Ja, was ich davon habe, ich finde es gut, sonst würde ich es nicht machen. Weil es ist wichtig für uns, den Menschen, den Besuchern und gerade den Kindern zu zeigen, was es an Tieren gibt, wie die aussehen, wo die leben und warum man ja zum Beispiel keinen Müll ins Meer schmeißen sollte, damit es diesen Tieren eben gut geht. Und wenn ich die Tiere nicht zeigen kann, nur auf dem Blatt Papier oder nur auf dem Video habe, das ist längst nicht so eindrucksvoll, als wenn ich sie vorweisen kann in einem passenden Umfeld. Also grundsätzlich finde ich das okay. Es hängt ein bisschen von der Fischart ab und von den Bedingungen ab. Aber es gibt viele Fische, die auch in der Natur keinen sehr großen Lebensraum brauchen oder überhaupt benutzen. Gutes Beispiel wäre zum Beispiel der Anemonenfisch, der nur in seiner Anemone sitzt. Und wenn dann die alle anderen Bedingungen gut sind und gut stimmen, denke ich, ist das keine Beeinträchtigung für das Tier selber. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wichtig, dass die Leute auch die Möglichkeit haben, die Tiere zu sehen, wissen, was unter Wasser passiert, weil viele Leute sonst gar keinen Zugang zu so etwas hätten und sowas gar nicht mitkriegen würden. Und nach wie vor ist es so, das, was man sieht, schützt man. Man wird sensibler für Probleme. Und daher denke ich, dass das schon wichtig ist, muss aber gut gemacht werden. Und natürlich kann man überlegen, ob man wirklich jedes Tier halten muss. Man muss dann abwägen, vielleicht Tiere, die sehr viel Schwimmraum zum Beispiel brauchen, den man nicht artgerecht das machen kann in einem Aquarium. Da sollte man dann darauf verzichten. Aber ich denke, es gibt relativ viele Arten, die man relativ gut halten kann. Natürlich muss die Bedingungen stimmen, die Technik muss dahinter stimmen. Die Leute, die damit arbeiten, müssen wissen, was sie tun. Aber das ist meistens der Fall, denke ich, in den Aquarien. Und von daher finde ich das eigentlich richtig, dass es passiert. Eigentlich finde ich es gut, also ich finde es akzeptabel, da es ja auch Vorteile hat. Zum Beispiel jetzt hier in dem Becken wird ja zum Beispiel auch gezeigt, wie das ist mit der Umweltverschmutzung, wie das den Ozean, was das dem Ozean antut. Hier ja, mit dem ganzen Gummi und so. Und viele Fische in dem Aquarium hier wurden ja auch gezüchtet, also die würden es überhaupt nicht in der freien Wildbahn überleben und weil die das nicht anders kennen und auch kaum Jagdverhalten haben und so.
um die Fische und die Arten der Fische den Menschen bekannt zu machen. Und damit sie auch wissen, was sich im Meer tummelt, ist es eigentlich eine sehr gute Sache, wenn diese Fische jetzt mal hier wie hier im Becken aufgezogen werden. Auf einer freien Wildbahn ist die Darstellung der einzelnen Fische eigentlich nicht möglich. Die Darbringung der Fische zu den Menschen, die ja eigentlich für den Schutz sorgen müssen, nicht gegeben ist. Es funktioniert also nicht. Und daher ist es so besser. Vielen Dank. Und was ist Ihre Meinung? Also, wir befinden uns ja hier in diesem Aquarium, das zu Geomar gehört. Geomar und Helmholtz sind bekanntlich Forschungseinrichtungen. Und auch diese Tiere dienen der Forschung, indem man ihr Verhalten erforschen kann. Und das ist in freier Natur wesentlich komplizierter als hier im Aquarium. Und außerdem denke ich, dass der Zugang zu Fischen im Meer oder und für die Bildung hier einfacher ist. Und Gott sei Dank ist ein Fisch kein Affe oder Nilpferd oder Löwe, das andere Bedingungen braucht. Vielen Dank. Wie wir alle wissen, wird immer sehr viel Schmutz ins Meer abgeleitet. Im Grunde wird im Jahr 417,2 Millionen Tonnen Müll produziert. Natürlich gibt es Menschen, die im Jahr oder zwei Jahre keinen Müll produzieren oder wenn dann alles sortieren oder recyceln. In dem SMF Sozialdienst muslimischer Frauen Neumünster besprechen wir, was Müll ist und wo es landet und was wir alles dagegen machen können. Nun läuft dieses Team schon ein Jahr und nun habe ich so viel gelernt, dass ich hier stehen darf und hier alles vorstellen kann.